Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Auf diesem Kanal leben wir seit vielen Jahren unsere riesige Filmleidenschaft aus und jedes Jahr freuen wir uns auf die ganzen Neuerscheinungen, die im Jahr erscheinen, über neue Kultfilme. Wir freuen uns auch auf Blockbuster und auf die vielen kleinen Filmperlen. Filme, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, entpuppen sich dann aber manchmal auch als Meisterwerke. Und trotzdem haben wir heute für das anstehende Jahr 2023 Filme auf dem Zettel, die wir euch hier heute mitgebracht haben. Filme, auf die wir uns besonders freuen oder Filme, die einfach groß sind. Und wir gehen umgekehrt chronologisch vor. Das heißt, wir beginnen im Dezember und enden im Januar. Und außerdem machen wir das Ganze in zwei Teilen. Zuerst spreche ich über brandneue Filme, die ja vielleicht zu einem Franchise gehören, aber auf jeden Fall ein erster Teil sind. Und danach machen wir das Ganze nochmal mit Filmfortsetzungen. Ab geht's. Charlie und die Schokoladenfabrik kennen wir wahrscheinlich alle, vor allem durch das Remake mit Johnny Depp. Aber habt ihr Bock auf die Vorgeschichte von Willy Wonka, gespielt von Timothée Chalamet? Wonka startet Mitte Dezember. Seid ihr Horrorfans? Habt ihr den legendären Kult-Horrorfilm Der Exorzist gesehen? Oder ist er euch einfach zu altbacken, zu sehr in die Jahre gekommen? Dann freut euch auf die Neuverfilmung von Der Exorzist im Oktober. Die Geschichte eines besessenen Mädchens wird darin noch einmal erzählt. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Dahinter steckt David Gordon Green. Green hat mit seiner Halloween-Trilogie in den letzten Jahren oft und viel Kritik einstecken müssen. Kraven ist nicht gerade der bekannteste Spider-Man-Bösewicht. In den Comics jagt er die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft aber schon seit Jahrzehnten. Der vierte Film des Spider-Man-Universums heißt Kraven the Hunter. Hoffentlich wird er besser als Morbius. Es gibt leider noch nicht so viel zu sehen dazu, aber man kann eines sagen, der Darsteller Aaron Taylor Johnson hat sich schon gegen Brad Pitt, Keanu Reeves und Adam Driver durchgesetzt. Wir springen schon in den August und zwar von Marvel zu DC, denn da ist Blue Beetle auch nicht gerade die bekannteste Figur. Blue Beetle ist ein Teenager, der an einen außerirdischen Skarabäus gelangt und sich daraus ein Exoskelett konstruiert und ein Superheld wird, sowas wie eine Mischung aus Spider-Man und Iron Man. Er wird sogar Teil der Teen Titans. Das Besondere an ihm, einen mexikanischen Superhelden sieht man nicht gerade oft. Videospielverfilmungen gibt es zuhauf. Aber hättet ihr gedacht, dass ausgerechnet Gran Turismo mal einen Film bekommen würde? Es geht um Autorennen. So viel kann ich schon mal verraten. Mehr weiß ich dazu noch nicht. Interessant ist aber, wer darin Regie führt, nämlich Neil Blomkamp, der Science-Fiction-Mann, der Filme wie Elysium oder District 9 umgesetzt hat. Und der Film startet im August. Kommen wir zu einem Film, ja, da freue ich mich einfach riesig drauf, denn die Turtles werden wiederbelebt und Seth Rogen produziert sogar das Ganze. Der Animationsfilm Mutant Mayhem soll die vier Ninja-Schildkröten auf der großen Leinwand rebooten. Ich freue mich einfach drauf, denn Fun Fact, schon Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles von 2019 war ein richtig, richtig guter Film und das meine ich sogar unironisch und ernst. Wenn Christopher Nolan einen Film veröffentlicht, dann bekommt man das in der Regel mit. Egal, ob der Film so gefeiert wird wie The Dark Knight oder so polarisiert wie zuletzt Tenet. Nun widmet sich Nolan dem größten aller Themen, nämlich der Erfindung der Atombombe. In Oppenheimer geht es um den theoretischen Physiker Robert Oppenheimer, dem Zerstörer der Welten, der das Manhattan-Projekt leitete und als Vater der Atombombe gilt. Der sich aber auch gegen den Einsatz von Atomwaffen stellte, als er sah, was sie in Hiroshima und Nagasaki anstellten. Ich bin sehr gespannt auf den Film, er startet im Juli. Wir alle haben schon die Bilder von Ryan Gosling und Margot Robbie als Ken und Barbie gesehen. Der Film Barbie startet im Juli 2023. Die Regisseurin des Films, Greta Gerwig, ist eigentlich für Filme wie Little Women bekannt, für anspruchsvolle Indie-Produktionen. Daher bin ich doppelt und dreifach gespannt auf den Film. Auf jeden Fall geht es um eine exzentrische Barbie, die Barbieland verlassen muss, weil sie verstoßen wird. Immer wieder wurde der DC-Film The Flash verschoben. Ezra Miller, der Star des Films, stürzte von Skandal zu Skandal.
Daher ist es wirklich nicht gut bestellt um diesen Film, aber angeblich soll The Flash von DC jetzt Mitte Juni starten. Bei DC passiert ja gerade sehr viel, seitdem James Gunn das Ruder übernommen hat. Ich muss deswegen ganz ehrlich sein, ich glaub's wirklich erst, wenn ich's mit eigenen Augen sehe. Als letztes Jahr der Teaser zum Live-Action-Remake von Ariel erschien, war das Entsetzen groß. Eine schwarze Ariel? Ob der Film was wird, können wir euch im Mai beantworten. Der jungen Darstellerin Halle Bailey wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Der Hit der Filmfestivals letztes Jahr war vielleicht The Whale. Der Film soll nämlich Brendan Frasers großes Comeback sein. Und dabei hilft ihm der Kultfilmemacher Darren Aronofsky. Aronofsky kennt man zum Beispiel für Black Swan oder Requiem for a Dream. Brendan Fraser spielt in The Whale angeblich einen schwer fettleibigen Englischlehrer, der versucht, sich mit seiner entfremdeten Tochter zu versöhnen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, der wahrscheinlich recht gefühlvoll wird, und frage euch, seid ihr auch genauso gespannt? Dann müsst ihr euch nur noch bis zum 27. April gedulden. Die Tanz der Teufel-Reihe ist ohne Frage Kult. Auf Englisch heißt das Ganze Evil Dead. Ich selbst zum Beispiel bin riesiger Fan vom dritten Teil. Und Sam Raimi wurde damit zum absoluten Regiestar, bevor er die Spider-Man-Filme machte. Am 20. April startet Evil Dead Rise. Es ist schon ein irrwitziger Zufall. Der Film heißt Evil Dead Rise und startet am Geburtstag von Adolf Hitler. Bin ich jetzt der Einzige, dem das aufgefallen ist? War das Absicht? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall der neueste Film aus der Tanz der Teufel-Reihe und allein deswegen will ich ihn sehen. Dieses Mal werden die Toten und Dämonen in L.A. aus der Hölle beschworen. Die Originalcrew ist zwar nur hinter den Kulissen dabei, aber wie gesagt, ich bin trotzdem gespannt. Kennt ihr noch die drei Musketiere und die Mantel- und Degenfilme von früher mit Zorro und Co.? Die sind eigentlich mächtig aus der Mode gekommen und wir haben uns schon gefragt, werden sie jemals ein Revival erleben? Jetzt kommt aus Frankreich tatsächlich ein großer Film namens Die drei Musketiere d'Artagnan. Er startet im April und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Habt ihr Bock auf einen Film über einen blutrünstigen Bären auf Kokain? Was ist das für eine Frage? Natürlich, das Ganze basiert angeblich sogar auf einer wahren Begebenheit. Den Film mit dem simplen Titel Cocaine Bear könnt ihr im April sehen. Der Trailer sorgte schon für Furore und ich bin mir sicher, das wird entweder ganz großer Kult und ganz großer Spaß oder der letzte Trash. Pen-and-Paper-Rollenspiele sind auf YouTube schon seit einiger Zeit überaus beliebt. Mit Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben startet dieses Jahr, Ende März, ein neuer Film aus der D&D-Reihe. Da gibt's schon einige Filme, aber sind wir mal ehrlich, diese Filmreihe besticht nicht gerade mit Qualität. Aber dieser neue Film soll alles ändern und angeblich erinnere er sogar atmosphärisch an Guardians of the Galaxy. Und er ist sogar mit Chris Pine besetzt und daher bin ich gespannt auf diesen Film. Den Super Mario-Film haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Die Trailer wurden viel diskutiert, vor allem das kontroverse Casting von Chris Pratt als Super Mario. Viele Nintendo-Fans sind entsetzt, andere sind gespannt. Der Look zumindest verspricht gute Animationen. Am 23. März startet dann die viel diskutierte Videospielverfilmung. Nicht jeder neue Steven Spielberg-Film sorgt für einen Hype. Und bei dem neuesten weiß ich noch nicht mal, wie genau man ihn ausspricht. Denn sein neuester Film, Die Fabelmans, startet Anfang März. Darin verarbeitet Spielberg seine eigene Familien- und Lebensgeschichte. Auf Festivals wurde der Film bereits hoch gelobt und ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Die wenigsten waren von den Jurassic World Sequels begeistert. Jetzt kämpft aber nicht Chris Pratt, sondern der Kylo Ren-Darsteller Adam Driver gegen Dinos, und zwar in dem Actionfilm 65. Es geht nämlich um eine Zeitreise 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Und das Ganze startet im März und da freue ich mich sehr drauf. Der Film Tar hat schon jetzt etliche Preise gewonnen und gilt in der internationalen Filmkritik als Meisterwerk. Cate Blanchett spielt darin die Figur Lydia Tar. Lydia Tar gilt als größte lebende Komponistin und Dirigentin. Blanchett spricht in dem Film sogar Deutsch, denn Lydia Tar wird die leitende Dirigentin der Berliner Philharmoniker. Tar ist übrigens kein Biopic, wie viele denken, denn diese Person existiert gar nicht. Der Film startet am 2. März.
Schon Ende dieses Monats im Januar startet die 3 Fragezeichen Erbe des Drachen. Das soll deutlich besser sein als die bisherigen 3 Fragezeichen-Verfilmungen. Und gerade die 3 Darsteller werden immer wieder gelobt. Auch die Szenen in Rocky Beach machen angeblich wirklich Spaß. Der Film sei aber eher für ein jüngeres Publikum gedacht. Mit Whiplash und La La Land inszenierte sich Damien Chazelle in die Herzen aller Filmfans. Sein neuester Film, Babylon, hat zumindest einen Star nach dem anderen. Der Film spielt in den 20ern und behandelt die goldene Ära Hollywoods. Es ist also mal wieder ein Film über die Filmwelt. Babylon startet am 19. Januar. Ich stelle nochmal die Frage, seid ihr Horrorfans? Und falls ja, was findet ihr gruseliger? Mörderische Puppen oder künstliche Intelligenzen? Egal, denn der Film Megan mit einer 3 vereint beides. Eine Spielzeugentwicklerin wird vom Prototypen ihrer neuesten Puppe terrorisiert, die mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Ich finde die Idee hochinteressant und freue mich deswegen auf den 12. Januar. Diese Woche startet bereits ein Film mit einem, ja, durchaus schwierigen Titel, The Banshees of Inisherin. Das ist der neueste Film von Martin McDonagh. Ich persönlich liebe die Filme von Martin McDonagh und ihr sicherlich auch, denn er ist bekannt für Filme wie Brügge, Sehen und Sterben, 7 Psychos oder 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und The Banshees of Inisherin durfte ich auch schon sehen. Ich finde ihn unheimlich witzig, aber zeitgleich auch äußerst berührend. Also schaut den Film unbedingt. Xenia, meine Kollegin, veröffentlicht dazu diese Woche auf diesem Kanal eine Kritik. Das waren jetzt aber erstmal nur die brandneuen Filme. Aber was ist denn mit den ganzen Franchises und den Fortsetzungen? Gut, das waren eben teilweise auch schon Franchise-Filme, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Unterscheidung ist da eh nicht immer einfach. Wir kommen jetzt zu den Sequels. Aber bevor es losgeht, abonniert Cinema Strikes Back. Wie wär's? Lasst uns doch 2023 zum erfolgreichsten Jahr dieses Kanals machen. Das ist mein Ziel und ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Ich sagte eben Sequels, aber wir starten jetzt erstmal mit einem Spin-off. Mitte November kommt nämlich nach all den Jahren ein neuer Film zu, Die Tribute von Panem, raus. Das Lied von Vogel und Schlange. Der Film wird 64 Jahre vor den Ereignissen im ersten Film spielen. In diesem Film geht es um die Rebellionen der Distrikte Panems gegen das Kapitol. Es wird also die Frage beantwortet, wie entstanden eigentlich die Hunger Games? Auf diesem Kanal muss ich wohl nicht mehr viel sagen zum zweiten Teil von Dune. Der erste Teil war ein Science-Fiction-Epos der Extraklasse. Der Film gewann auch 6 Oscars. Wir freuen uns deswegen riesig auf die zweite Hälfte des Films von Denis Villeneuve. Der 2. November kann gar nicht schnell genug kommen. Wir springen wieder zu einem Horrorfilm, nur war The Nun von 2018 meiner Meinung nach ein Horrorreinfall. Das Conjuring-Spin-off war lahmes Effektkino, das nur von seinen Jumpscares lebte, meiner Meinung nach. Aber der Film nahm bei einem kleinen Budget fast 400 Millionen US-Dollar ein. Ein großer Erfolg und deswegen kommt jetzt im September dieses Jahr The Nun 2. Warum der Film aber nicht an Halloween startet, kann ich euch nicht beantworten. Und auch Captain Marvel ist meiner Meinung nach kein besonders gelungener Film und auf jeden Fall eine der schlechteren Marvel-Verfilmungen. Aber auch dieser Film nahm eine ganze Stange Geld ein, nämlich über 1 Milliarde US-Dollar. Kein Wunder also, dass jetzt im Juli ein Sequel erscheinen soll. Dieses Sequel trägt den Titel The Marvels. The Marvels, denn auch Miss Marvel wird in diesem Film vorkommen, denn in diesem Film sollen in erster Linie Frauen eine wichtige Rolle spielen. Es ist unglaublich, die Mission Impossible-Reihe wird gefühlt mit jedem Teil besser. Fallout, der letzte Teil mit Henry Cavill, nahm auch fast 800 Millionen Dollar ein. Am 13. Juli startet deswegen Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. Was für ein Titel. Also, ja, da kommt ein Zweiteiler auf uns zu. Ich bin sehr gespannt auf den 7. Teil der fulminanten Actionreihe. Tom Cruise trainierte angeblich über 1 Jahr für den Film und absolvierte über 500 Fallschirmsprünge und 13.000 Sprünge mit dem Motorbike. Noch vorher, am 29. Juni, startet Indiana Jones and the Dial of Destiny. Auf Deutsch Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Der neueste Film des peitschenschwingenden Archäologen und das vermutlich letzte Mal, dass wir den mittlerweile 80-jährigen Harrison Ford auf der Leinwand sehen werden. Ich bin Indiana Jones Fan und daher bin ich darauf äußerst gespannt.
Kein so großer Fan bin ich eigentlich von der Transformers-Reihe. Aber Anfang Juni kommt schon der 7. Teil, der Aufstieg der Bestien. Und das soll ein Sequel zu Bumblebee werden. Und Bumblebee fand ich mehr als nur in Ordnung. Am 18. Mai startet Fast X. Oder Fast 10? Fast 10? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man dieses X als Buchstabe oder als römische Zahl ausspricht. Es ist auf jeden Fall der 10. Teil der Fast and Furious-Reihe. Angeblich wird Fast X die erste Hälfte des großen Finales, des Endes. Denn Fast 11 soll dann die Reihe zu einem Ende bringen. Aber auch das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Vin Diesel werden wir aber auch schon 2 Wochen vorher hören, denn Vin Diesel spricht Groot. Am 3. Mai startet nämlich Guardians of the Galaxy Volume 3. Auf den Abschluss dieser irrwitzigen, knallbunten Trilogie freuen sich wahrscheinlich die meisten. Nicht nur Marvel-Fans, aber vor allem wird es jetzt endlich im MCU mal um die legendäre Marvel-Figur Adam Warlock gehen. Auch die John Wick-Reihe hat viele Fans, denn der erste Film war ein absoluter Überraschungserfolg und am 23. März kommt schon der 4. Teil. Der 4. Teil, in dem sich Keanu Reeves mal wieder erbarmungslos durch seine Feinde ballert. Wir sind diesmal sogar in Deutschland unterwegs, denn der Film wird unter anderem in Berlin spielen. Vor ein paar Jahren brachte DC Shazam raus. Und ich muss ehrlich sein, ich fand den Film erstaunlich unterhaltsam. Daher freue ich mich auf den 2. Teil, der am 16. März erscheint. Aber über die Handlung dieser DC-Fortsetzung ist noch nicht so viel bekannt. Creed war für mich ein Volltreffer, denn ich bin ein Fan der Rocky-Reihe und finde sie, zumindest in der breiten Masse, unheimlich unterschätzt. Creed belebte das Franchise mit einer Menge Herz wieder und Creed 2 war dann ganz in Ordnung. Am 3. März kommt der 3. Teil der Sportfilmreihe über Adonis Creed, den Sohn des legendären Boxers Apollo Creed. Das Besondere an dem Film? Diesmal führt der Hauptdarsteller selbst Regie, nämlich Michael B. Jordan. Wir sind uns alle einig, dass Phase 4 vom MCU eher ein Reinfall war, oder? Der Ant-Man-Film Quantumania soll die 5. Phase des Franchises einleiten. Diesmal geht es in dem Film ab ins Quantumreich. Und dort treffen Ant-Man und Co. einen mysteriösen, mächtigen und zeitreisenden Mann namens Kang. Und dieser Kang wird, so wie es aussieht, der neue Oberbösewicht vom MCU. Am 9. Februar, kurz vor Valentinstag, wird's nochmal richtig heiß auf der Leinwand, denn da wird Magic Mike das letzte Mal das Tanzbein schwingen in Magic Mike's Last Dance. Die Stripper-Filme werden mit dem 3. Teil ihr Ende finden und darin geht's um Mike und seine neue Freundin, die gemeinsam nach London ziehen, um die größte Striptease-Live-Show aller Zeiten auf die Bühne zu stellen. Ob das so witzig wird wie der 2. Teil oder so gefühlvoll wie der 1., das müssen wir abwarten. Auf welche Filme freut ihr euch besonders? Schreibt uns das unbedingt mal in die Kommentare. Und ich würde euch jetzt gerne noch wirklich ein Video vom Funkkanal zweifelsfrei empfehlen. Der Kanal liegt mir nämlich ganz besonders am Herzen, weil er aus meiner Idee entstanden ist. Und deswegen würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr euch mal das neueste Video auf diesem Kanal anschauen würdet. Schaut euch zum Beispiel mal das Video an, in dem darüber gesprochen wird, ob es wirklich so sinnvoll ist, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Oder, wenn ihr das nicht wollt, checkt einfach unser letztes Special aus. Wir sprachen darin über die 10 besten Filme des Jahres 2022. Ansonsten wünsche ich euch allen ein frohes Neues und bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.